Ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Star Fox Adventures und wir haben ja den Anstein bekommen. Jetzt müssen wir ihn auch noch im Aquaquell-Tempel vorbeibringen. Aber dazu müssen wir erstmal zum Capclaw. Und wir müssen natürlich auch wieder unserem netten kleinen Weg gehen. Moment, aber wieso habe ich meine Karte nicht? Wo ist meine liebe Karte? Oh, habe ich so eine Art Schutz? Nice. So, Moment. Wieso ist meine... Peppy here! I'll display the world map! Wollen wir schauen. Fox! I've checked the detail readout! Keep going! Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dass meine Karte deaktiviert ist. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Hast du gedacht? Ich glaube, ja, hier müsste irgendwie richtig sein. Ja, jetzt muss ich ja wieder so blöd rumwatschen. So. Hier links. Und hier einmal rum. Und dann bin ich auch schon wieder fast da. Oh, man hört schon das Meer. Und schon sind wir auch am Capclaw. Lass mir hier in Ruhe. Ich glaube, ich nehme gleich die Abkürzung nach da hinten. Weil rein theoretisch müsste ich ja hier durch. Ach, tricky. Gucken, irgendwo muss ja was sein, dass ich das öffnen kann. Oh. Das war ein bisschen zu doll. Ach, was soll's. Müssen wir den Weg eben nochmal rennen. Das kommt davon, wenn man zu unvorsichtig ist. Wie ich. Ricky, komm auf hier. Okay, damit du Ruhe gibst. Und da ist der Ding schon wieder. Ja, ich weiß, du bist hungrig. So, du machst es einmal gesehen. Ja.
Alles klar. Jetzt müssen wir wieder zurück. Okay, das habe ich gerne in Kauf genommen. Da kann ja nicht so schlimm sein, der Fox. Boah. Immer diese Strudel. Okay, hier scheint aber richtig zu sein. Geh mal her, ich will wenigstens voll aufgeladen sein. Ach komm schon. Dich. Nice. So. Ach komm schon, Tricky. Das Nummer 1. Machst jetzt. Look at this. Flame. Okay, das wäre Nummer 1. Muss ich eigentlich noch Nummer 2 finden, also wo ist Nummer 2? Wo zum Verdammt nochmal ist Nummer 2? War der denn hier irgendwo drin? Ich glaube nicht. Ich meine mich nicht zu erinnern. Danke. Also, wo ist Nummer 2? Nummer 2 muss ja irgendwo sein, ne? Danke. Geh mal weg. Okay, wenn er nicht da ist, wo ist er dann? Euch nehme ich mal gleich mit. Aber Nummer 2 muss ja hier irgendwo sein.
Die Frage ist ja nur, wo, ne? Wir helfen unserem kleinen Freund da mal. Hey, you stay away, you stinking furball, or me smash you good. What? But I just saved you. Me trust no one. Sharpclaw say I steal their things, but they stinking liars. Naja, dann macht er eben die Fliege. Ich glaube, dahin komme ich sowieso noch hin. Aber erstmal will ich hier hin. Damit wir auch den letzten das letzte Sonnenjuwel dort reinpacken können. Gut. Jetzt bin ich hier. Wird schon seine Bewandtnis noch haben. Sienna. Wir werden mal hier rein. Wait for me. Warte. Bleibt. Geht doch. Flame. Genau, weg mit dir. Das Feuer muss auch noch weg. Ich glaube, ich muss da wieder drauf schießen. Perfekt. Komm mal weg, Tricky. Ja, du bist eindeutig ein bisschen zu klein, der Mann, ne, Tricky? Hm? Da kommen wir ja jetzt endlich durch hier. Und mal sehen, was uns noch so erwartet. Aber ich bin eindeutig falsch gegangen. Dieser Ort ist auch so verwirrt. Vor allem, da dieser Raum hier gleich aussieht, ne? Wo bin ich denn?
Ich hab so das Gefühl, als wenn ich hier hoch muss. Aber soll ich auch mal was sagen? Wir haben bald die Hälfte geschafft. Wir müssen bloß noch den Stein hier abgeben. Dann haben wir es geschafft. Und runter hier mit uns. Na klasse. Den müssen wir uns merken. Wie mache ich das aber am besten? Ich muss mal kurz den Controller hier wegpacken. Zettel habe ich schon. Brauchen wir bloß noch Stift. Irgendein Stift. Irgendeinen schreibbaren Stift. Oder ich male einfach. Schau. Der hier müsste eigentlich. Ja, reichen. Kann mal gucken. Ich habe 4 Kästchen. Ne? Ja, 4 Kästchen lang. 1, 2, 3, 4. Und der leuchtet, den werde ich mit dem X markieren. So, dann wieder. Das kann jetzt eine Weile dauern. Aber irgendwie muss ich mir das ja markieren. So, der und der. Dann die nächste Reihe. Also, und dann nochmal 2 Reihen. Genau. Dann der. Sehr. Und so. Gut. Schon eigentlich. Dachte, naja, dann sind sie spiegelverkehrt. Auch okay. Der. Dann der hier. Der. Und der. Gut. So. Oh.
Genau, gehen wir weg. An diese Orte muss ich auch nochmal zurück nachher. Na gut. Na gut, da komme ich hier nicht lang. Okay. Dann will ich wohl dahin. So was von vorsichtig sein, ne? Ansonsten lande ich nämlich im Wasser und dann muss ich den ganzen Weg da wieder hochschwimmen. Und darauf habe ich keinen Bock. Und deswegen muss ich mich hier stark konzentrieren. So. Ich muss hier ein nach dem anderen. Oh Gott. Mal sehen, ob es klappt. Noch hoch hier. Perfekt. Ich glaube, jetzt kann ich hier hinten rein. Kommt die um uns und die andere um uns auch. Perfekt. Okay. So, wo lande ich jetzt? Geht das Tor hier eigentlich hin? Auf, ja. Okay. Dann wird das dahin auch noch nicht aufgehen.
richtig. Ich glaube, da muss ich erstmal durch das große Tor da. Weil hier komme ich ja nicht hoch. Gut, dann gucke ich erstmal hier nach. Ich weiß bloß noch nicht ganz wohin. Aber ich denke mal, das werde ich gleich herausfinden. Ich glaube, das ist einfach nur dafür, dass ich da genau hochkomme. Okay, tricky. Dann können wir hier hinten rüber schwimmen. Da passiert ja noch nichts. Muss ich... Flame. Aha. Alles klärchen. Okay, ich brauche einmal wieder so eine Energie. Und ich glaube, das Rätsel war einfach. Schwer war es jedenfalls nicht gewesen. Thank you.
mal schauen. Geh einmal weg, bitte. Genau, jetzt musste ich ihn einmal so. Dann kann ich ihn nach da. Und so. Dort hin. Einmal dann hier rüber. Und hier rum. Ist das jetzt grün oder blau da vorne? Dankeschön. Moment, den nehmen wir gleich mit hier. Super, dann sind wir bereits in diesen Raum fertig. Und wir kommen wieder in unserem netten Raum hier. Mal schauen. Der nicht, der. So, und somit hätten wir dann auch zwei Stück schon drin. Das heißt, die Hälfte haben wir geschafft. Das ist doch super. Oder nicht? Das ist top. Hey Fox, du erkennst auf. Hope that helps you, Fox. Hi Fox. World Map downloading. Ins Troll-Tail-Time müssen wir zurück. Das werden wir aber als nächstes Mal machen. Ich habe hier gespeichert. Ich packe den Controller weg und dann würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid zu Star Fox Adventures. Bis dahin, einen angenehmen Abend und haut rein, Leute. Ciao.